Im nachfolgenden Versuch werden Sie sehen, wie aus scheinbar harmlosen Alltagsgegenständen gefährliche Geschosse werden, wenn man diese einer Kraft aussetzt, durch welche die Objekte extrem beschleunigt werden. Hier ist ein Brett und wir nehmen einen stinknormalen Bleistift. Hier ist ein Bleistift. Und diesen Bleistift stecke ich jetzt da hier hinein und gehe an eine Pressluftflasche dran. In der Pressluftflasche sind 200 Bar drinnen. Okay, du zählst. Gut. Okay. Feuer. Feuer. Jetzt haben wir ein glattes Loch durch. Seht ihr das? In der Wiederholung und der Zeitlupeneinstellung ist gut zu erkennen, dass der Bleistift das Brett wie ein Geschoss durchbohrt. So, wir haben jetzt zwei Bretter. Es ist also, wir beschleunigen den unheimlich schnell, diesen Bleistift. Und wenn wir dann finden, dann kann man mit dem Bleistift sogar wieder schreiben. Dem passiert gar nicht viel. Achtung! Er ist da hier hinein und wurde reflektiert und ihr seht, er lebt noch ganz gut, der Bleistift. Ne? Also einmal spitzen und dann geht er noch. Beim gleichen Versuchsaufbau und der Verwendung von zwei Brettern ist nun auch ersichtlich, dass die Energie des Bleistifts nicht reicht, um beide Bretter zu durchbohren. Also eine Rigipsplatte. So, jetzt haben wir eine Rigipsplatte, also ihr seid auch hinter einer Türe nicht sicher. Okay, zielen. Achtung. Puff, der ist gut. Nun nochmal eine Skizze des Experiments, um verschiedene Überlegungen zu wirkenden physikalischen Größen anzustellen. Um zuerst einmal zu berechnen, welche Kraft auf den Geschossboden des Bleistifts wirkt, um diesen zu beschleunigen, kann man nach ein paar logischen Überlegungen feststellen, welche Größen dafür verantwortlich sind. Der Druck, der in der Flasche herrscht, und die Fläche, auf welche die Kraft einwirkt, also die Rückseite des Bleistifts. Konkret, der Druck innerhalb der Flasche, also die Beschleunigungsenergie, sowie die Fläche der Bleistiftrückseite sind maßgeblich für die auf den Geschossboden wirkende Kraft. Es ergibt sich daraus folgende mathematische Gleichung. Die Kraft F ist gleich der Druck P mal die Fläche A. Die Kraft F wird in der Einheit Newton angegeben. Für den Druck muss die Einheit Bar in Pascal umgerechnet werden. Für die Fläche ist eine Angabe in Quadratmeter erforderlich. Wenn man die Umrechnung in die richtige Einheit auslässt, ergeben sich Folgefehler und das Ergebnis ist logischerweise unbrauchbar. Um eine Größenvorstellung zu haben, wie viel Masse der Gewichtskraft 1000 Newton entsprechen, kann man sich als Faustregel merken, dass auf der Erdoberfläche 10 Newton einem Kilogramm entsprechen. Das heißt, auf den kleinen Bleistift wirkt eine Masse von 100 Kilogramm. Das heißt auch, wenn man die Luftreibungsverluste auf die kurze Strecke von 1,50 Meter zum Brett vernachlässigt, trifft der Bleistift mit einer Kraft von 1000 Newton auf das Brett. Weitere physikalische Größen, die bei diesem Versuch von Interesse und leicht zu berechnen sind, wären zum Beispiel die Beschleunigung klein a, die Beschleunigungszeit, die Geschossgeschwindigkeit sowie die Energie des Geschosses beim Auftreffen auf das Brett.
Einige Größen sind hierzu gegeben, die wir benutzen können, um diese in die Gleichungen einzusetzen. Die Geschossbeschleunigung klein a ist abhängig von der Beschleunigungskraft F und der Masse. Die Formel lautet a ist gleich F durch m. Nach Einsetzen der bekannten Werte ergibt sich eine Beschleunigung von 100.000 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Als Vergleichsgröße sei hier erwähnt, dass Geschosse aus einer Pistole oder aus einem Gewehr Beschleunigungen von 300.000 Meter pro Sekunde zum Quadrat und mehr erfahren, beziehungsweise ein Formel-1-Rennwagen beim Start eine Beschleunigung von 16 bis 17 Meter pro Sekunde zum Quadrat hat. Die Erdanziehung wird ebenfalls als Beschleunigungswert angegeben und beträgt 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das entspricht also der Beschleunigung beim freien Fall. Alternativ ließe sich die Beschleunigung auch durch eine andere Gleichung angeben, und zwar a ist gleich v zum Quadrat durch 2 mal s. Da wir aber die Beschleunigung schon kennen, können wir diese Gleichung nun umstellen und uns daraus die Mündungsgeschwindigkeit v0 berechnen. Das heißt, nach Umstellen der Gleichung erhalten wir, die Geschwindigkeit v ist gleich die Wurzel aus Beschleunigung mal doppelter Lauflänge. Nach Einsetzen der Werte erhalten wir ein Ergebnis von 547,72 Meter pro Sekunde. Wir runden dies auf 550 Meter pro Sekunde für die weiteren Berechnungen. Nachdem nun die Geschwindigkeit bekannt ist, lässt sich auch leicht die Beschleunigungszeit berechnen. In die Formel t ist gleich doppelte Lauflänge geteilt durch Mündungsgeschwindigkeit setzen wir die Werte ein und erhalten dann eine Zeit von 5,5 Millisekunden, die der Bleistift beschleunigt wird. Um nun noch die Aufprallenergie des Bleistifts zu berechnen, vernachlässigen wir den Geschwindigkeitsverlust durch den Luftwiderstand, was bei einer Entfernung von 1,50 m zum Brett durchaus zulässig ist, und wir setzen die bekannten Größen in die Gleichung für die kinetische Energie ein. Die kinetische Energie lässt sich allgemein berechnen durch Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat geteilt durch 2. Nach Einsetzen der Werte erhalten wir 1512,5 Joule.